Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle am Sonntagvormittag. Heute sind wir zu Gast im Pfitzenmeier Premium-Ressort. Wir, das heißt, ich habe einen fantastischen Gast, Andreas Hoffmann. Der beste Speerwerfer Deutschlands, er ist nämlich deutscher Meister, einer der besten Speerwerfer der Welt. Schön, dass es geklappt hat, Andi. Hallo. Ja, vielen Dank, danke für die Einladung. Andi, das letzte Mal haben wir uns getroffen in richtiger Feierlaune. Es war in Berlin im August, Europameisterschaft, und du hattest ein großes Strahlen auf dem Gesicht. Das war der Abend des Silbermedaillengewinns. Wie viel klingt da heute noch nach? Ja, gute Strahlen, ja, sieht man mir wahrscheinlich immer noch an, wenn man mich darauf anspricht. Von daher, es war ein tolles Ereignis in Berlin, überhaupt die gesamte EM in der Hauptstadt im eigenen Land zu haben. Ist natürlich was Besonderes, auch für jeden Athleten, der dort gestartet ist. Und wenn man natürlich dann als Deutscher dort eine Medaille holt, ist der Erfolg natürlich noch höher zu bemessen. Und Leichtathletik hat das Gefühl, habe ich seit euren Erfolgen in Berlin mit dieser genialen Stimmung, Siegerehrung am Breitscheidplatz, einen neuen Schwung genommen. Auch hier Indoor-Meeting in Karlsruhe, Vorverkauf läuft gigantisch. Man spürt, die Leichtathletik ist wieder wer. Ja, das ist korrekt, so sehe ich es genauso. Mit der Auslagerung, was du gerade schon gesagt hast, mit der Medaillenfeier auf dem Breitscheidplatz, wurde es nochmal einem breiteren Publikum auch gezeigt. Und wir Athleten konnten es auch nochmal in einem anderen Licht auch dementsprechend nach außen sehr gut präsentieren. Und was ich auch schon gelesen habe, was du auch schon gesprochen hast, das internationale Hallmeeting nächstes Jahr in Karlsruhe, was noch, der Vorverkauf der Karten sehr gut läuft. Noch 700 Karten sind, glaube ich, über. Genau. Also da sieht man mal, dass die Welle nicht aufhört, sondern weitergeht. Und ich hoffe natürlich auch, dass es nicht nur über den Winter so geht, sondern natürlich auch Richtung Sommersaison 2019. Da sprechen wir gleich drüber. Wir wollen immer unsere Gäste, ich will meine Gäste ein bisschen kennenlernen, bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Das machen wir geschwind mit dir. Andi, dein Sternzeichen? Schütze. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe? Rot. Hast du ein Haustier? Nein. Hättest du gerne eins? Jein. Was soll es denn werden? Goldfisch? Vielleicht ein Hund, wer weiß. Okay. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? War es ein Sportler, war es ein Fußballer, war es eine Band? Es war ein Basketballspieler, Allen Iverson von 76ers. Okay. Dein erstes Vorbild, war das auch der Basketballspieler? Nein, es war auch ein Basketballspieler, Michael Jordan. Okay. Deine erste selbstgekaufte CD oder Schallplatte? Black Eyed Peas, The Elephant. Das hören wir gleich hier auf der Neuen Welle, nur für dich. wie bist du unterwegs? Autofahrer oder der ÖPNV? Autofahrer. Okay. Bist du schon mal schwarz gefahren mit der Straßenbahn? Ja. sagt jeder in der Martin-Wacker-Show. Bist du erwischt worden? Bisher noch nicht. Ah, okay. Und vegan, vegetarisch oder Fleisch? Abschließende Frage. Fleisch. Also mit allem unterwegs, die Martin-Wacker-Show. Andreas Hoffmann ist mein Gast. Gleich mehr hier am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Ich freue mich über einen tollen Gast. Andreas Hoffmann ist bei mir, einer der besten Speerwerfer der Welt. Andi, ich habe jetzt den Basketballer bei den Fragen so ein bisschen rausgehört, also Basketball-Fan. Aber irgendwie habe ich auch mal gehört, du wärst beinahe Fußballer geworden. Was war es denn jetzt? Basketball, Fußball, du hast einmal Diskuswerfen angefangen und dann kam es irgendwann zum Speerwerfen. Also rundum sportlich oder wie ist das gelaufen? Ja gut, allgemein bin ich sehr sportlich, sehr, sehr sportinteressiert, was auch natürlich andere Sportarten entspricht. Und ich war früher, ja, bei uns im Ort kann man zwei Sachen machen. Das sind entweder Fußballspiel oder Ringen. In Kirlach, Heimatort Kirlach. Genau, die zwei Sachen kann man machen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich Blumenkohlaugen kriege, also blieb mir nichts anderes über, als in einen Fußballverein zu gehen. Und da war ich, bis ich, glaube ich, in der C-Jugend war, Pi mal Daumen, da war ich 13, 14 Jahre alt, solange habe ich dann noch Fußball gespielt, war am Tor. Weil ich nicht unbedingt so die Ausdauer hatte wie manch anderer Mitspieler. Ich hätte Innenverteidiger getippt. Ja gut, von meiner jetzigen Statur eher Innenverteidiger. Okay. Aber damals im Tor, wie gesagt, weil ich einfach null Ausdauer hatte, habe ich immer noch nicht. Aber genau, da bin ich zur Leichtathletik gekommen, habe auch damit Mehrkampf begonnen, so wie viele Leichtathleten. Mhm. Und bin dann 2-3 Jahre später zu meinem jetzigen Trainer noch damals gekommen. Bei dem habe ich jetzt schon die 12. Saison miteinander bestritten. Und genau, so kam ich dann zum Speerwurf. Bleiben wir beim Fußball. Gibt es einen Club im Badischen, für den es ein bisschen das Herz schlägt? Man muss ja immer in Kirlach, ist man immer hin und her gerissen. Ne? Da geht es einmal Richtung Hoffenheim, einmal Richtung KSC, könnte auch Freiburg sein.
Ja gut, ich gebe zu, ich war in der Jugend, war ich KSC-Fan. Ich war auch schon öfters an Spielen auch dort, auch mit meinen Freunden und mit meinem Vater hauptsächlich öfters mal im Stadion gewesen, Wildparkstadion, was ja jetzt renoviert wird. Aber das hat sich, seitdem ich auch in Mannheim dann Leichtathletik mache, beziehungsweise in Heidelberg die Universität besuche, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Hab mit Karlsruhe, um ehrlich zu sein, nicht mehr so viel am Hut. Und Hoffenheim-Fan, gebe ich auch zu, war ich noch nie. Meine Schwester ist Hoffenheim-Fan, das kann ich in der Hinsicht sagen. Aber ich finde natürlich auch klasse, wenn zum Beispiel Underdogs von unten nach oben sich kämpfen, wie zum Beispiel SV Sandhausen, was ja auch in der Metropolregion Rhein-Neckar den Stand hat. Und von daher sehe ich mir auch gerne Spiele mal dort an. Okay. Also, aber eins weiß ich, die Eltern sind KSC-Fans. Also das Elternhaus passt bei Andreas Hoffmann in der Martin-Wacker-Show. Einen tollen Sonntagvormittag haben wir gemeinsam. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Wir sind heute zu Gast im Pfitzenmeier-Premium-Ressort und wir haben einen fantastischen Gast, Andreas Hoffmann, einer der besten Speerwerfer der Welt, heute bei mir zu Gast. Andi, wie wichtig ist Heimat für dich? Du bist unterwegs, wir haben uns vor unserer Sendung unterhalten, dann geht es nach Finnland und es geht nach Tschechien, in die Tschechische Republik. Wie wichtig ist Heimat, wie wichtig ist Heimkommen für dich? Sehr wichtig. Also ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Ich komme immer wieder gerne nach Hause. Ich bin auch ein sehr familiärer Mensch. Von daher freue ich mich immer wieder, wenn ich sowohl von kurzen Reisen, Wettkampfreisen oder wie du schon angesprochen hast, jetzt in Finnland, in der Tschechei, wo ich auch zwei Vorträge halte über das Speerwerfen international. Da freue ich mich auch wieder nach Hause zu kommen und natürlich, wenn die Freundin natürlich auch zu Hause ist, dass man da auch wieder die Zeit gemeinsam nutzen kann, vor allem wenn man so viel unterwegs ist wie ich. Was bedeutet denn Heimat neben Familie und Freundin? Sprache, Essen, Trinken, Natur, was verbindest du hauptsächlich damit? Natürlich die Sprache. Ich kenne anders Schwätze, gell, aber... Ah, das ist, Andi, gutes Stichwort. Dann mache ich jetzt mein Spiel Welthits auf Badisch. Ein Welthit, der eigentlich Englisch ist, wird auf Deutsch übersetzt von mir ins Badische gebracht. Es ist wirklich ein absolut bekannter Welthit. Okay, bin ich gespannt. Ich leg mal los. Das ist kein Lied für die mit dem gebrochenen Herzen. Kein stilles Gebet für einen vom Glaube abgekommenen. Ich werde nicht nur ein Gesicht in der Menge sein. Du wirst mich rufen, höre, brülle, höre. Es ist mein Leben. Es ist jetzt oder nie. Ich lebe nicht für immer. Ich will nur leben, solange ich lebe. Gute Frage. So viel Leben ist da drin. Oh Gott. Ist ein aktueller Welthit. Ziemlich aktuell. Okay. Es ist mein Leben. It's up on Joey, it's my life. Ja, natürlich. Das war ganz einfach. Ja, oh Mann. Er ist ein Badener, er hat es erkannt. Welthit so fadisch in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Wir haben Spaß hier bei Pfitzenmeier im Premium-Ressort mit Andreas Hoffmann. Badisch kannst du. Wir kommen gleich zu einem nächsten Spiel. Da geht es unter anderem um Ärzte. Das ist auch nochmal ein Stichwort für eine Bewunderung, die ich dir entgegenbringen muss. Wenn man deine Verletzungsliste anschaut, glaubt man nicht, dass hier so ein fitter Sportler mit Silbermedaille bei der EM vor mir sitzt. Also ich habe was gehört vom Mittelfuß. Zweimal Leisten-OP, Schulter, Innenband, Ellbogen, Muskelfaserriss im Wurfarm. Wo nimmst du die Energie her, das alles auszuhalten, immer wieder aufzustehen? Ja gut, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Und auch solche größeren Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Verletzungen, die kann man winden. Die kann man winden, wenn das Umfeld stimmt. Die kann man winden, wenn natürlich die Einstellung stimmt. Die kann man überwinden, wenn das familiäre Umfeld stimmt. Und von da habe ich da immer die Unterstützung erfahren, die ich auch gebraucht habe, auf der ich meine, auf meine Energie herausgezogen habe und mich auch immer dann ja auch durch solche schwere Zeiten dann auch gebracht hat. Der Mann hat Power und Ärzte ist ein Stichwort. Wir kommen jetzt zu einem Kultspiel. Viele fallen immer wieder drauf rein. Ich lese zwei Texte vor. Die können beide von den Ärzten sein. Die können beide von Andrea Berg sein. Magst du Schlager? Schlager zur Faschingszeit. Ja. Gut, haben wir ja bald. Also, legen wir los. Erster Text ist das von Andrea oder den Ärzten. Okay. Gefangen in der Ewigkeit. Dein Zauber hat mein Herz befreit. Deine Küsse haben mich glücklich gemacht. Und ich spüre, das ist mehr als nur für eine Nacht. Andrea Berg. Richtig. Titel Mein Prinz. Also, das war schon mal korrekt. Zweiter, könnte auch von Andrea oder von den Ärzten sein.
wo der Boy vor dem Mädchen kniet und ihre Hand nimmt und ihr ganz tief in die Augen blickt. Einfach alles stimmt. Nichts an dem wirkt ungeschickt. Kerzen brennen und Champagner steht bereit. Doch so ist es niemals in der Wirklichkeit. Ärzte. Das habe ich ihn echt versucht, auf die Seitenspur zu bringen. Ja, die Ärzte, perfekt heißt der Song. Beides richtig, zwei volle Punkte für dich. Es gibt bei uns einen kleinen Preis. Kannst du immer mitnehmen, auch unterwegs, die neue Welle XXL-Tasse. Na, passt zum Frühstück. Vielen Dank, Andi. Und wir machen gleich weiter auch mit aktuellen sportlichen Themen rund um Andreas Hoffmann in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Wir amüsieren uns mit Andreas Hoffmann, einem der besten Speerwerfer der Welt, hier im Pfitzenmeier Premium Resort. Ein paar Spiele hast du schon also brillant bestanden. Weltets auf Badisch, du warst auch bei Andrea oder Ärzte richtig gut drauf. Spielst du grundsätzlich gerne? Bist du jemand, der auch gerne mal Karten spielt, Brettspiel macht? Ja doch, ich bin damit aufgewachsen und meine Schwester spielt immer noch sehr gerne, ruft mich ab und zu gelegenheitsmäßig auch an und fragt, Andi, hast du mal Lust auf eine Runde, keine Ahnung, Spiele? Okay. Dann komme ich gerne vorbei. Also Computerspiel nicht so sehr, eher so auf dem Küchentisch? Genau, eher Brettspiele, ja. Kann man auch den anderen nämlich auch okay. beobachten, okay. wie er spielt. Ja, wir spielen jetzt auch ein Spiel. Spielt ihr zu Hause Stadt, Land, Fluss ab und zu? Ja, habe ich als Kind öfters gespielt, auch mit meiner Schwester. Sie war zwar besser, aber mal schauen. Okay, es gibt kein Telefon-Joker, das möchte ich gleich sagen. Du musst alleine durch. Okay. Dieses Spiel wird auch immer gespielt in der neuen Welle Morningshow bei Vanja und der Penz. Das heißt Stadtland-Quatsch. Also wir brauchen keinen Fluss, aber ein paar andere Begriffe. Okay. 30 Sekunden hast du Zeit und du kannst weiter sagen, wenn du auf gar nichts kommst. Okay. Ich spiele gerne mit den Geburtsorten meiner prominenten Gäste. Bei dir ist es nicht Kirlach, sondern Heidelberg. Korrekt. Deswegen der Buchstabe H, wir starten jetzt. Stadt. Heidelberg. Ein Land. Holland. Wie ist es mit einem Tier? Hase. Ja. Ein Lebensmittel. Ein Lebensmittel. Haarmilch. Eine Band. Die Toten Hosen. Sehr gut. Eine Automarke. Eine Automarke. Hyundai. Ein Trennungsgrund. Oh, Hiebe statt Liebe. Sehr gut. Was man nicht tun sollte. Hauen. Okay, das war's. Also es war sensationell. Also der Trennungsgrund Hiebe. Was unseren Promis einfällt. Hiebe statt Liebe. Großartig. Das waren 7 richtig und damit bist du ganz weit vorne dabei bei mir. Danke. Also die Schwester hat keine Chance mehr. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Gleich mehr mit Andreas Hoffmann. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle zu Gast im Pfitzenmeier Premium-Ressort. Andreas Hoffmann ist mein Gast. Andi, hier in so einem Premium-Ressort kann man 2 Dinge tun. Fit werden und regenerieren. Was ist bei dir gerade mehr angesagt? Regeneration oder bist du schon wieder im Aufbau? Nee, also ich trainiere momentan nur 2-mal die Woche. Mhm. Und zwar einfach nur so eine, kurz vor der richtigen Vorbereitung, bevor es dann mit der Saisonvorbereitung losgeht. Ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Dehnen, ein bisschen allgemeine Kraft. Und ja, genau, das ist momentan so der Hauptpunkt. Das Team Tokio hat bei Pfitzenmeier diese Trainingsmöglichkeiten überall in den Pfitzenmeier-Ressorts. Ja. Ich glaube, idealer geht es kaum, oder? Das ist ja genial hier. Ja, es ist sehr, sehr groß hier in Karlsruhe. Ich meine, der Laden hier hat, oder der Standpunkt Karlsruhe, der ist vor einem Jahr aufgemacht. Mhm. Ist riesengroß. Und ich finde klasse, dass diese Kooperation stattfindet zwischen Pfitzenmeier und dem Team Tokio und dass wir hier diese Einrichtung auch dementsprechend auch nutzen können, sowohl fitnesstechnisch mit den Geräten, als auch natürlich regenerativ mit Sauna und sämtlichen anderen Möglichkeiten, die man hier hat. Also ich finde es klasse. Lassen wir uns auch optimistisch nach vorne gucken. Wir haken 16 ab. Rio und schauen wirklich nach Tokio. Das ist das große Ziel. Ja. Ja, da wird drauf hingearbeitet. Hast du das schon sehr im Fokus oder bist du jemand, der immer Schritt für Schritt guckt? Mittlerweile schon. Also mittlerweile auch seit dieser Saison. Ich habe da auch einiges geändert, wie ich mich sowohl auf die Saison als auch auf die Wettkämpfe, die in einem gewissen Abstand ja stattfinden, als auch aufs Training dann vorbereite. Ich persönlich schaue immer Step by Step. Wenn mich Anfang des Jahres dieser Mann gefragt hätte, EM in Berlin, großes Ereignis, klasse, freut sich schon drauf, hätte ich gar nicht sagen können, ja klar, freue ich mich drauf, ist Heim-EM, aber schlussendlich muss ich erstmal in die Saison einsteigen, schlussendlich muss ich ja auch erstmal meine Leistung auch davor bringen, um dabei zu sein. Und da sehe ich das Schritt für Schritt und so sehe ich auch das nächstes Jahr das große Ereignis Weltmeisterschaften in Doha, Ende des Jahres. Und dann geht es schon mit einem großen Schritt Richtung 2020,
Aber schlussendlich steht jetzt auch erst die Vorbereitung im Winter an. Die Martin-Wacker-Show hat heute, wie ich finde, etwas Geniales, denn man kann ein Meet and Greet mit dir hier im Pfitzenmeier Premium Resort gewinnen. Was ist da alles mit drin? Muss man nur Fitness machen oder noch ein bisschen mehr? Zuerst bewirbt man sich, genau, über die sozialen Kanäle. Mhm. Die Glücklichen, die dann mit dabei sein dürfen, die dürfen dann mit mir und mit einem Fitnesstrainer von Pfitzenmeier eine Trainingsanleitung mitmachen, wie ich trainiere, Fitnessgeräte ich benutze oder welche Übungen ich auch während des Trainings mache. Und danach dürfen die Kandidaten, sage ich jetzt mal, mich danach beim Essen kennenlernen und ein paar Fragen stellen, je nachdem, was sie gern von mir wissen wollen. Also alles mit dabei. Alles mit dabei. Und wer dabei sein möchte, der schaut auf die Facebook-Seite der Neuen Welle. Da kann man dieses Meet and Greet gewinnen. Ich drücke die Daumen, Andi, ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Noch nicht für 2020, für die kommende Saison. Die 87,60 Meter von Berlin, die willst du wahrscheinlich erreichen oder überbieten. 90 Meter ist immer die magische Marke, oder? Ja, korrekt. Ich meine, dieses Jahr hat gut funktioniert. Viel mehr über 90 Meter. Mhm. Meine Bestleistung nochmal gesteigert. Dreimal sogar insgesamt. Und nächstes Jahr soll es auch in neuen Sphären gehen. Genau. Okay, Andi, alles Gute für dich. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag auf der Neuen Welle mit Andreas Hoffmann.